Saab hat nun in Paris auf der Mondiale de l'Automobile ein Concept Car vorgestellt, das kurz vor der Serienreife zu sein scheint. Den Saab 9X Air. Er ist ein Cabrio, das mit einer fortschrittlichen Antriebstechnik ausgestattet ist. Beim Antrieb handelt es sich um einen nur 1,4 Liter großen Bio-Hybrid-Motor mit Turboaufladung, der es aber immerhin trotzdem auf 200 PS bringt. Er schafft dies mit der Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor. Auch kann er neben normalen Superbenzin auch E85 tanken, eine Mischung aus Bioethanol und Benzin. Wie bei einem Hybrid üblich, werden die Akkus durch die Bremsenergie wieder aufgeladen. Auf 100 km/h beschleunigt er in 8,1 Sekunden und der immer wichtiger werdende Wert des CO2-Ausstoßes beläuft sich auf nur 107 Gramm pro Kilometer. Das Faltdach aus Stoff nennt Saab Canopy Top. Es wurde nach dem Targa-Dach-Prinzip entwickelt und hinterlässt eingefahren einen Rundum-Glasschild. Diese Abschirmung hilft, die Windgeräusche zu reduzieren und gibt dem Auto ein Coupé-artiges Aussehen. Der Kofferraum lässt sich nicht klassisch öffnen, sondern wird auf Schienen herausgefahren. Platz soll dieser dann zumindest für zwei Golfbags haben, was vollkommen ausreichen sollte für einen entspannten Wochenendausflug.